Hey ihr Lieben, herzlich willkommen und frohes neues Jahr 2018 wünsche ich euch. Ich habe gerade meine Monatsreflexion von Dezember gemacht, letzten Jahres, und mich gerade so ein bisschen darauf eingestimmt, was jetzt im nächsten Monat auf mich zukommt, und dachte mir, es ist eigentlich eine gute Gelegenheit, mal so ein bisschen was zur Jahresreflexion zu erzählen. Ich hatte ja schon mal ein Video gemacht zu meinen Reflexions- und Journaling-Routinen. Und da hatte ich ja gesagt, dass es zur Jahresreflexion nochmal ein gesondertes Video gibt. Das kommt jetzt. Die Jahresreflexion habe ich dieses Jahr ehrlich gesagt noch nicht gemacht. Ich stelle euch deshalb mal die Art und Weise vor, wie ich sie letztes Jahr gemacht habe. Und ja, das war damals mit meinem Vater. Das war ein total besonderes Erlebnis. Ich kann das echt nur jedem empfehlen, sich da echt eine besondere Person rauszusuchen in deinem Leben oder auch zwei. Und das mit denen zusammen zu machen, da verbindet man sich nochmal auf einer ganz neuen Art und Weise und lernt sich neu kennen. Und wenn es mit deiner Familie möglich ist, dann umso besser. Das ist eine echt schöne Variante. Generell zur Jahresreflexion. So ein Jahr ist ein echt großer Zyklus und es passiert super viel. Deshalb ist es immer wichtig, sich wirklich Zeit zu nehmen und zur Ruhe zu kommen, alle offenen Loops zu schließen und wirklich das zu beenden, was noch gerade auf dem Tisch liegt, um wirklich aus so einer Energie von Ruhe und Gelassenheit heraus agieren zu können. Und ja, am besten auch mal sich einen Tag zu blocken oder zumindest ein paar Stunden, weil es ist immer ein intensiver Prozess und man möchte sich auch Zeit nehmen dafür. Also wenn ich mir Zeit genommen habe und alle Loops geschlossen habe und wirklich zur Ruhe kommen kann, dann fange ich meistens mit einer geführten Meditation an. Also im letzten Jahr mit meinem Vater hatte ich eine Meditation von Veit Lindau. Die hat sehr, sehr gut gepasst. Die ist auch extra so ein bisschen darauf ausgerichtet, den Blick aufs neue Jahr zu richten und so ein bisschen zurückzuschauen. Also perfekt um die Jahreswende herum. Ich verlinke das mal hier oben und packe es euch unten in die Videobeschreibung rein. Ansonsten, es gibt sicher noch hunderte andere schöne geführte Meditationen. Wie gesagt, immer eine schöne Möglichkeit, um in diese Energie der Reflexion reinzukommen. Was ich dann letztes Jahr gemacht habe mit meinem Vater, ist, nach der Meditation haben wir uns 12 DIN A4 Blätter genommen und haben da Januar bis Dezember drauf geschrieben. Und dann haben wir uns jeder, ich weiß nicht, ungefähr eine Stunde oder zwei Stunden Zeit genommen wirklich und haben all unsere Kalender durchsucht, unsere Notizbücher überlegt und haben wirklich zu jedem Monat auf ein DIN A4 Blatt aufgeschrieben, was in dem Monat passiert ist, was wir gelernt haben, welche neuen Menschen in unser Leben getreten sind, welche großen Veränderungen es gab, also alles, was für diesen Monat halt prägsam war. Und als wir damit fertig waren, haben wir die 12 Monate so hintereinander weg aufgelegt, also so in einer Reihe, dass jeder so sein Jahr vor sich hatte, und dann haben wir immer einen Schritt gemacht zum nächsten Monat und haben dann dem anderen erklärt, wie unser Monat war und was wir da gelernt haben, was da passiert ist, und haben den Monat so ein bisschen vorgestellt. Dann hat es der andere gemacht und so sind wir Schritt für Schritt für Schritt das ganze Jahr durchlaufen, und am Ende kannte ich meinen Vater wirklich von einer ganz neuen Richtung und wir haben uns total verbunden gefühlt, und es war ein echt schönes Erlebnis. Ich habe viel Neues über mich selbst erfahren und es war wirklich was Besonderes. Ja, was man dann noch machen kann, um so ein bisschen mit dem Jahr abzuschließen, ist, man kann sich überlegen, wo überall in diesem Jahr die Gedanken und Energie und Aufmerksamkeit hingeflossen ist, und da so ganz viele Zettel aufschreiben und diese Zettel dann auf verschiedene Haufen zu sortieren. Also der eine Haufen wäre dann, was möchte ich im nächsten Jahr stärken? Also was war gut in dem letzten Jahr und wo möchte ich noch mehr Energie reingeben? Dann der zweite, was möchte ich transformieren? Also was war schon eine positive oder eine Erfahrung, die Potenzial hatte, in der ich was gelernt habe? Aber es war noch nicht in der Art und Weise eine positive Sache. Also was möchte ich transformieren in eine andere Energie hinein? Und der dritte Stapel ist, was möchte ich loslassen? Also was kann wirklich komplett gehen? Also negative Routinen, negative Glaubenssätze, was auch immer.
Und diesen dritten Stapel, den kann man dann tatsächlich verbrennen, so als symbolischen Akt des Loslassens. Habe ich persönlich noch nicht gemacht. Auch hier gehen die Credits an Veit Lindau von seinem Jahresreflexionsvideo, was er vor ein paar Tagen hochgeladen hat. Und ja, ich bin gespannt. Wenn du Bock hast, das auszuprobieren, schreib gerne mal in die Kommentare, wie es für dich war. Und ja, dann gibt es natürlich noch allgemeinere Fragen, die man sich stellen kann. Also, wer hat mein Leben in diesem Jahr besonders beeinflusst und warum? Was sind meine drei wichtigsten Erkenntnisse in diesem Jahr gewesen? Bin ich meinen Werten treu geblieben? Und solche allgemeineren Fragen kann man sich noch stellen und schriftlich beantworten. Ja, das war soweit die Jahresreflexion, wie ich sie mache. Es lohnt sich wirklich, sich dafür Zeit zu nehmen und ehrlich zu sein und wirklich mal alles fallen zu lassen für den Moment, weil nach so einem langen Zyklus ist nichts wirklich wichtiger, als mal zur Ruhe zu kommen und zu schauen, was ist passiert, was wird jetzt kommen. Ja, das war das Video für heute. Schreib mal in die Kommentare, ob du eine Jahresreflexion schon mal gemacht hast oder wenn du jetzt durch dieses Video dazu inspiriert wurdest, was deine Erkenntnisse waren, ob es dir was gebracht hat. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Habt einen wundervollen Jahresbeginn und bis dahin, ciao.